Mein Name ist nach wie vor Tamim Asfur und ich werde die Vorlesung Digitaltechnik und Entwurfsverfahren, also praktisch der zweite Teil von dem Modul Technische Informatik, halten. Die Vorlesung wird betreut nach wie vor von Umar und Manfred, also Herr Terlemis, Umar Terlemis und Manfred Klönert. Hier sind nochmal unsere Koordinaten, also wir sind alle im Gebäude 5020, das ist die ehemalige Kinderklinik gegenüber von der Mensa. Im Erdgeschoss sitze ich im Raum 017, Uma und Manfred sitzen im Raum 323 und 333 und die E-Mail-Adressen sind hier auch angegeben. Zur Organisation, ich glaube, ich brauche euch nicht so sehr zu motivieren, dass ich so jetzt wirklich oder worum es hier geht in der Vorlesung, weil das haben wir ja bei der Rechnerorganisation Vorlesung gemacht, deshalb gehen wir direkt hier zur Sache. Die Organisation, wie gesagt, das ist das Modul Technische Informatik, besteht aus den zwei Vorlesungen, Rechnerorganisation, was wir im Sommersemester gehört haben, und jetzt DT, also Digitaltechnik und Entwurfsverfahren. Die Klausur für die Informatiker, die findet gemeinsam statt, das heißt, dass die Prüfung Technische Informatik umfasst beide Teile. Die Termine der Vorlesung, wir wurden aus dem Audimax jetzt verdrängt, weil dort die Anfängervorlesungen mit den größeren Studentenzahl reingekommen sind. Also die Vorlesung findet montags und mittwochs 14 Uhr hier in diesem Hörsaal statt, wobei wir wie immer oder wie im letzten Semester auf der Webseite angeben werden, wann es eine Vorlesung und wann eine Übung stattfindet. Die Übungen sind normalerweise mittwochs 14-tägig in Abwechslung mit der Vorlesung. Und natürlich gibt es Übungsblätter, wie im Sommersemester. Das erste Übungsblatt werden wir am nächsten Montag ausgeben, wiederum auf der TI-Homepage, also in elektronischer Form ausgeben, nicht auf Papier verteilen. Und eine Woche später soll dieses Übungsblatt abgegeben werden. Es gibt auch Tutorien zu DT und die Tutorien, die fangen eine Woche später, das heißt am 29. Oktober. Das ist nochmal hier, wo wir sind und wann unsere Sprechstunden sind. Mittwochs, montags, das ist Audimax, wo wir waren. Ja. Und das ist Institut für Anthropomatik und wir sind hier im Gebäude 5020. Ja. Gut, ich glaube, die meisten kennen das. Für Tutorien haben wir bereits die Zeitslots reserviert. Das heißt hier, alles was grün ist, das ist die E-Tutorium. Die gehen über die komplette Woche, also montags gibt es Tutorien jeden Tag und auch Freitag. Auch versucht hier Überschneidungen zu anderen Vorlesungen, die Studenten im dritten Semester besuchen, wie Betriebssysteme, Wahrscheinlichkeitstheorie, theoretische Grundlagen der Informatik. Und damit man, die Daten, die stimmen nicht, die wollte ich aktualisieren, aber ich habe die aktuellen Daten noch nicht bekommen. Aber man muss sich ja eintragen im, man muss sich eintragen im Web-Inscribe. Die Informationen, die werden wahrscheinlich heute Abend auf der Web-Inscribe-Webseite zur Verfügung stehen. Hallo? Das ist natürlich ein Nachteil, weil wir haben diesen tollen Monitor, wo ich da drauf schreiben kann und spielen konnte, nicht. Ja? Also jetzt muss ich das hier auf dem kleinen Display machen. Ich wollte es testen, aber durch diesen Vorfall, den wir hatten heute, dass der Hörsaal für zwei Vorlesungen reserviert ist, vor allem für eine sehr große Vorlesung und für eine ein bisschen kleinere Vorlesung, konnte ich nicht alles hier testen. Das heißt, die Zeiten hier, die sind wahrscheinlich nicht korrekt. Dass der Dienstag der 16. Oktober ist, das stimmt, aber die Uhrzeiten, weiß ich nicht, ob die korrekt sind oder nicht. Aber ihr wisst, wie das geht. Ihr müsst euch eintragen über das Web-Inscribe. Dann werdet ihr in Gruppen eingeteilt, und damit ihr eure Übungsblätter und so weiter und die Tutorien besuchen könnt. Die Klausur für das Modul Technische Informatik, also für DT und RO, die findet am 3. April, also der Termin steht fest, jawohl, das ist eine
Verbesserung. Ja? Das heißt, wir fangen an mit der Vorlesung hier und wissen genau, wann die Klausur stattfindet. Am 3. April 2013, 14 bis 16 Uhr. Natürlich ist es der gleiche Termin, oder am gleichen Termin findet die Klausurrechnerorganisation für die Informationswirtschaft und Physiker und Ähnliches. Die Nachklausur ist Ende Juli bzw. Anfang September 2013. Und damit ich euch noch motiviere oder. Ja, bitte? Ja. Die Frage war zur Klausur, ob die Klausur sich an die letzte Klausur, meinst du? Ja. Orientieren wird vom Schwierigkeit und vom Inhalt. Ja, eigentlich, weil die letzte hat sich auch an die älteren Klausuren orientiert. Ja. Also für mich, ich weiß nicht warum jetzt hier, das war ja eine Nachklausur wohlgemerkt, ja, das muss man auch berücksichtigen, das war nicht die Hauptklausur. Wahrscheinlich meinst du diese hohe Durchfallquote, die wir hatten von über 70%. Das ist eigentlich, liegt nicht daran, dass jetzt die Klausur schwieriger war, weil ich stelle jetzt die Klausuren seit ungefähr 10 Jahren oder mehr als 10 Jahren und ich achte immer darauf, dass eigentlich der Schwierigkeitsgrad gleich bleibt, damit der eine der Deshalb würde ich nicht sagen, dass jetzt diese hohe Durchfallquote dadurch begründet war oder ist, dass die Klausur schwieriger ist. Aber könnt ihr mal nachrechnen, wenn wir soweit sind, wenn wir den Stoff hier kennenlernen, vielleicht, du weißt es ja nicht, ob die Klausur schwieriger ist oder nicht. Also Teil 2 war eigentlich auch ähnlich und das war bemerkbar anhand von den Ergebnissen der Informationswirtschaft. Ich glaube, die Vorlesung wird aufgezeichnet. Ich weiß nicht, ob ich, ja, aber der Axel Fischer war eigentlich nicht da. Aber vielleicht zeichnet er remote auf. Ja? Also es hat mich gewundert, dass die Informationswirtschaftsstudenten in Rechnerorganisation, die schreiben ja nur Rechnerorganisation, viel besser abgeschnitten haben als die Informatiker. Ja, das fand ich ziemlich hart. Das hat mich richtig getroffen, wehgetan. Ja? Ja. Okay, so, aber ich habe jetzt nicht die Statistiken von der letzten Klausur, weil die sind ein bisschen erschreckend. Und die war auch eine Nachtklausur, also nicht die Hauptklausur für die Informatiker. Die Hauptklausur für die Informatiker, die findet immer im Wintersemester statt. Und ich habe hier meine tolle Statistik, also wie viele Leute, die nicht bestanden haben, keinen Schein hatten. Wir wissen, dass wir hier wie in Rechnerorganisation euch die Möglichkeit anbieten, einen Schein zu ergattern. Das ist ein virtueller Schein eigentlich. Das heißt, der wird nicht auf Papier gedruckt, sondern, wie ich jetzt nachher erklären werde, die Leute, die Übungsblätter abgeben und aktiv am Tutorium teilnehmen und dann die Testklausur, die wir dann im Januar hier auch machen wollen, bestehen, die bekommen Bonuspunkte. Das ist hier die Statistik, die sagt, dass die Leute, die Mehrheit der Leute, die nicht bestanden haben, keinen Schein hatten. Hier war die Durchfallsquote 58% für die Leute, die sich für sowas interessieren. Also das ist überhaupt nicht aussagekräftig eigentlich, weil die Studenten, die sind mal schlechter und mal besser, aber klar, natürlich, die Klausur kann auch ein kleines bisschen schwieriger oder leichter sein, aber das ist, und von denen, die bestanden haben, und das ist, glaube ich, eine eindeutige Aussage hier, hatten 64% mindestens eins der Scheine, also entweder Schein für RO oder Schein für DT. Deshalb die Empfehlung und die Bitte an euch, hier mitzumachen, in den Tutorien aktiv zu arbeiten. Das heißt hier, unsere Standardkriterien für den Schein, außerdem die rechtzeitige Abgabe von mindestens 10 Übungsblätter. Wir werden 13 oder 14 Übungsblätter wahrscheinlich haben in dem Semester. Und 50% der insgesamt durch die Bearbeitung aller Übungsblätter erreichbaren Punktzahl soll auch erreicht werden. Und natürlich unsere Bedienung oder Regelung, gegen die nicht verstößt werden darf,
Das heißt, die Tutoren, die werden euch auffordern, Teilaufgaben bzw. Aufgaben an der Tafel vorzurechnen, und wer eine korrekt gelöste Aufgabe oder Teilaufgabe abgegeben hat und nicht in der Lage ist, das vorzurechnen, dann und dies zweimal wiederholt, dann wird derjenige oder diejenige keinen Schein bekommen. Was bedeutet Schein? Schein bedeutet, dass man einen Punkt kriegt für die anschließende Klausur oder die Nachklausur, wenn man es nicht schafft beim ersten Mal. Wie bereits gesagt, im Februar findet eine Testklausur statt, und je nach Note bekommt man zusätzlich zu diesem Punkt hier 2 oder 0,5 bis 2 Punkte, und die Summe von 1 und 2 ergibt den Bonus, den man auf die Prüfung bekommt, wobei natürlich dieser Bonus hier ein Durchfallen in der Klausur nicht verhindert. Das heißt, wenn jemand 39 Punkte hat und 6 Punkte Bonus hat, dann wird er durch die 6 Punkte nicht bestehen. Wenn man aber 40 Punkte hat, also eine 4-0, und dann 6 Punkte Bonus hat, dann wird er seine Note von 4-0 auf 3-7 oder manchmal auf 3-3 verbessern. So, alle Informationen zur Vorlesung auf der TI-Webseite. Passwort hat sich nicht geändert, deshalb brauche ich das nicht zu erwähnen hier für den Fall, dass der Axel Fischer hier aufzeichnet. Und wir werden natürlich die Folien der Vorlesung, Übungsblätter, aber auch die aktuellen Termine dort aktuell halten. Okay, so viel dazu. Gibt es Fragen? Keine Fragen? Gut. Ja, dann womit beschäftigen wir uns in der Vorlesung? Wir kennen, oder ich habe euch genug motiviert hier, wie die Rechnerentwicklung oder die Technologie aussah. Wir haben diesen historischen Überblick oder über die Entwicklung von Rechnern in Rechnerorganisationen sehr ausführlich behandelt, von dem ersten Intel 4004 8-Bit-Prozessor bis zu den heutigen iPhones und Smartphones, beziehungsweise bis zu heutigen Dual-Core-Rechner, die man in der eigenen Tasche trägt. Und hier nochmal praktisch ein Überblick, wie sich das alles entwickelt hat, von der Z3 von Konrad Zuse hier bis zum ersten Transistor im Jahre 47 und heutzutage mit den Generationen von den unterschiedlichen Wearable Computing Devices sozusagen, also iPhones, Smartphones, die man mit sich rumträgt und die man eigentlich zu allem Möglichen verwendet und selten zum Telefonieren. Ja. Die Entwicklung in Schlagworten, die moderne Entwicklung der Halbleitertechnologie oder der Rechnertechnologie lässt sich wie folgt zusammenfassen. Viele neue computerbasierte Geräte werden den Alltag erleichtern, Handhelds oder Wearable Computers. Die Rechner werden immer kleiner, unsichtbarer, die Zahl nimmt gewaltig zu. Alles ist mit allem verbunden, und die Chips, die werden maßgeblich das zukünftige wirtschaftliche Geschehen weiterhin genauso beeinflussen wie bis jetzt. Was wir hatten oder was wir kennen auch aus RO, ich gehe schnell hier über die Themen, weil wir diese Themen in RO behandelt haben, ist das Exponentialgesetz der Mikroelektronik oder das sogenannte Morsche Gesetz in unterschiedlichen Ausführungen. Einmal, dass die Anzahl der Transistoren pro Chip, Prozessorchip, verdoppelt sich alle 2 Jahre. Oder die Verarbeitungsgeschwindigkeit, Leistung von Hochleistungsprozessoren verdoppelt sich alle 18 Monate und gleichzeitig sinkt der Preis. Das heißt, für den gleichen Preis 2 Jahren. Und wir kennen ja diese Kurven, das heißt, das Morsche Gesetz von hier aufgezeichnet von 1970 bis 2010, einmal mit dem Intel 4004.
natürlich die neueren Ausführungen, wo das Ganze bis 2012 geht hier und bis zu den neuesten Prozessoren, die man heutzutage kennt. Wichtig ist aus diesen ganzen Kurven eigentlich nur zu sehen, dass dieses Gesetz noch seine Gültigkeit ist. Das heißt hier, der lineare Anstieg hier von Integrationsdichte bei einem logarithmischen Auftragen der Anzahl der Transistoren hier über die Jahre. Und das Ganze hat noch seine Gültigkeit bis heute, also, und wird wahrscheinlich seine Gültigkeit in den nächsten Jahren auch haben. Zusammengefasst kann man sagen, dass die Integrationsdichte um etwa 35%, Integrationsdichte bedeutet, wie viele Transistoren auf einem Chip man bekommt, also integriert bekommt, um unterschiedliche Funktionalitäten zu realisieren, also Teile von einem Mikroprozessor beispielsweise, der Mikroprozessor selbst oder die Alu, beziehungsweise andere Komponenten wie Cache-Speicher oder FPUs, also Floating Point Units. Die Chipfläche, die erhöht sich auch um 10% pro Jahr. Das heißt, man kann größere Wafer durch verbesserte Herstellungsmethoden oder Techniken der Halbleiter, kann man größere Stäbe, Halbleiterstäbe, also aus Silizium herstellen, die natürlich hochrein und hoch homogen sind, sodass man größere Chips herstellen kann, auf die man wiederum mehr Transistoren unterbringen kann. Die Anzahl der Transistoren, die ergibt sich dann so, dass man, wenn man die beiden ersten Sachen kombiniert, also die verbesserte Herstellungstechnologien, der Halbleiterbausteine, dann ergibt so ungefähr eine Steigerung der Anzahl der Transistoren auf dem Chip von etwa 55%. Und diese ganzen Vorhersagen, die sind immer durch diese SIA, die SIA Roadmap, also von dem Semiconductor Industrial Association. Insgesamt lässt sagen hier, dass mehrere Milliarden von Transistoren auf dem Chip in wenigen Jahren zu treffen sein werden. Das sind natürlich auch ein paar Milliarden, ist es schon, aber in mehreren Jahren werden wir dann, oder in wenigen Jahren werden wir mehrere Milliarden von Transistoren auf dem Chip haben. Und die Reise geht weiter mit den neuen Entwicklungen der Nano- und Mikrosystemtechnik, wo man natürlich an der Herstellung von Technologien, die weit über die Grenzen von dem, was das Moore'sche Gesetz hier vorhersagt, also bekannt natürlich als More than Moore, das heißt Technologien, die eigentlich basierend oder abgeleitet sind von Halbleitertechnologien, aber die Funktionalitäten erfüllen wie biologische Systeme, beispielsweise, dass man Chips bzw. Sensoren herstellt, die die Funktionalität des menschlichen Auges nachbilden, beziehungsweise der menschlichen Nase, Arme und so weiter und so fort. Das heißt, hier ist natürlich die Entwicklung in der Nanotechnologie in Richtung auch Biochips, wie man Biochips entwickelt, zum Beispiel Implantate, die auch in den Körper bestimmte Körperorgane hier ersetzen und natürlich auch entsprechend bestimmte Daten verarbeiten, wobei dann hier der Übergang von dem, was wir kennen heutzutage, wo wir alles in der digitalen Welt verarbeiten, nicht der Übergang, sondern vielleicht der Rückkehr zur analogen Welt, also wo tatsächlich analoge Signale von diesen neuen Chips hier verarbeitet werden sollten. In dieser Vorlesung, nachdem wir Rechnerorganisationen den Top-Down, den Aufbau eines Prozessors kennengelernt haben oder einen Informationsverarbeitungssystem kennengelernt haben, wollen wir hier ein bisschen tiefer gehen, und zwar die Motivation dabei, Informatiker sollen verstehen, wie datenverarbeitende Systeme funktionieren, wie diese Systeme aufgebaut sind, und weil viele Problemlösungen nicht nur Softwarekenntnisse, sondern auch Hardwarekenntnisse erfordern. Das wird natürlich unterschätzt von vielen
heutzutage, aber nach wie vor bildet natürlich die Hardware eine wesentliche Komponente des aktuellen modernen Entwicklung in diesem Feld. Das heißt, Informatiker sollen nicht nur kompetent in Software, sondern auch kompetent in Hardware, und das ist, worum es hier geht in dieser Vorlesung. Das heißt, wir wollen sehen, wie sind diese Bausteine, die wir in Rechnerorganisationen kennengelernt haben. Wir haben über Steuerwerk, Rechenwerk, wir haben über arithmetisch-logische Einheit geredet, Fließkomma-Einheiten geredet. Wie sind sie tatsächlich aufgebaut? Wie wird Information gespeichert? Letztendlich brauchen wir ein physikalisches Element, in dem wir ein Bit speichern, zum Beispiel unsere Zahlen, die wir auch kennengelernt haben in RO, in den unterschiedlichen Darstellungsformen. Und wenn wir jetzt hier den Aufbau, diesen Schichtenaufbau eines Rechners betrachtet, was wir ja kennen aus RO, dann wissen wir bereits, dass die technische Informatik sich mit der Hardware beschäftigt. Ja? Das heißt, wir sind hier unten, wie die Hardware aufgebaut sind, wie die Hardware Anforderungen von aufgebaut ist, sodass Anforderungen von höheren Programmiersprachen zum Beispiel erfüllt werden und dass natürlich Anwender-Applikationen oder Programme darauf laufen sollen. Wenn wir das ein bisschen näher betrachten, hier die technische Informatik insgesamt, dann haben wir natürlich die Applikationen, Betriebssystem, Compiler und Assembler, und diesen grünen Teil, den man sieht, das ist eigentlich der Bereich, in dem wir uns bewegen. Und ihr erinnert euch ganz genau, dass wir in Rechnerorganisation uns mit der Assembler-Programmierung von dem MIPS-Prozessor beschäftigt haben. Wir haben die Instruction Set Architektur für diese für den MIPS-Rechner auch kennengelernt. Wir haben uns beschäftigt mit dem internen Aufbau eines Rechners, mit dem Aufbau vom Speicher und Eingabe- und Ausgabegeräte. Und wir haben uns natürlich mit der Befehlsabarbeitung im Rechner beschäftigt, also mit Signaldaten und Signalfluss. Das heißt, wie sollen jetzt beispielsweise bestimmte Signale in der DLX-Pipeline, wie sehen sie aus, damit ein Befehl durch diese Pipeline abgearbeitet wird. Was die technische Informatik, was die digitale unten und dann auf den digitalen Entwurf von Bauelementen, die wir bereits kennengelernt haben, eingehen. Das heißt, wenn wir das nochmal hier aufteilen in unterschiedlichen Hierarchien, und zwar nach der Art und Weise, wie Befehle auf diesen unterschiedlichen Befehle eines Programms auf den unterschiedlichen, in den unterschiedlichen Hierarchien ausgeführt werden, dann haben wir natürlich oben für uns, ja, für die technische Informatik, die Assembler-Ebene, wo wir symbolische Darstellung der Befehle haben, wie add S1, S2, S3 oder LW, also Ladewort in das Register S0 aus der Speicher, aus der Adresse XY. Und wir haben gesehen, dass diese symbolische Darstellung von Befehlen dazu da war, damit wir Assembler-Programme schreiben, weil wir können, oder es ist sehr schwierig für den Menschen, Assembler-Programme in Form von Maschinencode, also von Folgen von Nullen und Einsen zu schreiben. Das ist letztendlich der Code, der von jedem Rechner oder von dem Rechner verstanden wird. Das ist also die nächste Ebene, wo praktisch durch den Assembler, wie wir wissen, diese symbolischen Darstellungen der Befehle, also Assembler-Programme, in Maschinencode übersetzt wird, und wo wir auch wissen, dass wir aus diesem Maschinencode hier oder dass die drunterliegende Ebene ist die Mikrobefehlsebene, wo elementare Befehle vorhanden sind, ja, also wo jeder Assembler-Befehl hier auf elementarere Befehle abgebildet wird, die direkte Schaltvorgänge bewirken. Das klingt alles sehr kompliziert, aber wenn ihr mal an die MIMA-Architektur nachdenkt, ja, wir haben unsere Programme in MIMA geschrieben und wir haben die Programme per Hand, also im Maschinencode der Assembler-Programme
per Hand geschrieben und haben wir gesagt, dass wir zu jedem Befehl wie LDC zum Beispiel ein Mikroprogramm im Mikroprogrammspeicher steht und natürlich in dieses Mikroprogramm besteht aus mehreren Mikrobefehlen, die dann die Ausführung einer Addition oder Ladeoperation bewerkstelligen. So, das heißt, das sind hier diese Mikrobefehle, aber wir haben uns gar nicht damit beschäftigt, wie die Hardware aussieht, ja, wie die Hardware aufgebaut. Die Register, die wir kennengelernt haben, die waren für uns nur ein Platz, wo wir eine Information 32-Bit oder 64-Bit speichern, aber wir wissen nicht, wie diese Register aufgebaut werden. Wir wissen nicht, wie wir diese Register zum Beispiel mit 0 initialisieren. Wir wissen nicht, wie wir der ALU sagen, dass sie jetzt addiert oder subtrahiert, wie die ALU intern aufgebaut ist. Wir wissen nicht, wie man eine Schaltung baut, die zwei Zahlen liest, ja, und dann addiert oder multipliziert und so weiter und so fort. Und das ist, womit wir uns hier beschäftigen werden in der Vorlesung Digitaltechnik und Entwurfsverfahren. Das heißt, wir wollen konkret wissen, wie wir diese Schaltungen bauen. Man natürlich diese Schaltungen entwerfen auf der einen Seite, wenn man uns sagt, entwerfe mal einen Addierer, der zwei Zweierkomplementzahlen einliest und addiert. Und wir wollen auf der anderen Seite natürlich Schaltungen verstehen, das heißt analysieren. Ja? Das heißt, gegeben eine Schaltung und wir wollen wissen, was macht diese Schaltung. Auf der einen Seite vielleicht, damit wir einen Fehlerbehebung machen oder damit wir verstehen, wie wir diese Schaltung in einem größeren Projekt oder in einem größeren Rahmen einsetzen, um größere oder komplexere Funktionen zu realisieren. So. Nochmal vom Problem zur Hardware, die Folie kennen wir auch, wo wir gesagt haben, dass wir immer von einer Problemstellung ausgehen. In meinem Fall ist es eine Robotersteuerung und dass man hierzu natürlich eine Vielzahl von Algorithmen der Wahrnehmung bzw. der Aktionsgenerierung braucht, zum Beispiel die Greifplanung, die kollisionsfreie Bewegungsplanung, aber auch Objektbildverarbeitungsalgorithmen zur Objekterkennung und Objektlokalisierung. Und diese Programme, die werden dann in Hochsprachen geschrieben, wie C oder C++, und dann auf die jeweiligen Rechner hier abgebildet oder auf den Rechner abgebildet, also von C in Maschinensprache und dann auf Funktionsgruppen, das heißt ALU bzw. auf der CPU eines Rechners ausgeführt. Teile dieser Funktionsgruppen haben wir kennengelernt. Die Namen sagen uns was zumindest. Wir wissen, was ALU heißt, das ist die arithmetisch-logische Einheit, die wir im Rechenwerk kennengelernt haben. Die CPU, also die Zentraleinheit eines Rechners. Und wir wollen in dieser Vorlesung wissen, wie solche Funktionsgruppen hier aufgebaut sind aus elementaren technischen und physikalischen Bausteinen. Ja? Letztendlich aus Transistoren und Kondensatoren, wie wir sehen werden. Wir werden nicht so auf den physikalischen, auf die physikalische Beschreibung der Elemente wie Widerstände und Transistoren eingehen, sondern wir werden ein bisschen abstrahieren und uns auf das logische Verhalten dieser Bausteine konzentrieren. Das ist nochmal wie alles hier zur Verdeutlichung und zur kurzen Wiederholung wie ein C-Befehl beispielsweise in Maschinenbefehl bzw. Assembler umgewandelt wird und wie das auf der Hardware ausgeführt wird. Das heißt, wenn es darum geht, zwei Zeilen zu addieren und in Summe und das Ergebnis in Summe zu schreiben, dann sind das zwei Register. In der MIPS-Notation ist das S1, die Hardware-Seite von datenverarbeitenden Systemen. Beim Aufbau von datenverarbeitenden Systemen, die meist sehr komplex sind, aufgrund der vielen Funktionsgruppen bzw. der Vielzahl von Transistoren, die auf einer Funktionsgruppe untergebracht sind, also haben wir Vielzahl von Komponenten und diese Komponenten, damit das Ganze nicht so abstrakt ist, muss ihr mal an den Prozessor denken. Ja? Wir haben ja im Prozessor auch viele Komponenten. Wir haben Steuerwerk, Rechenwerk, Registersatz, Systembusschnittstelle, Adresswerk und so weiter und so fort. Und das sind hier Komponenten und diese Komponenten sind auf einem Prozessor so miteinander verschaltet, dass wir ein gewünschtes Verhalten haben. Das heißt, wir haben
dieses Steuerwerk, Rechenwerk und Registersatz so verschaltet, dass wir Befehle ausführen, dass wir alle arithmetischen logischen Befehle ausführen, Lade- und Speicheroperationen und so weiter und so fort. Und wenn es darum geht, hier solche Systeme zu entwerfen, beziehungsweise solche Systeme hat, wenn man sich mit Datenverarbeitungssystemen sich beschäftigt, dann geht es beim Entwurf zunächst mal darum, dass diese Komponenten, dass wir Komponenten mit bekanntem Verhalten haben. Das heißt, wir haben Register, wir wissen, diese Register speichern Daten. Treiber, die können wir nutzen, um zum Beispiel eine Komponente vom Systembus zu trennen, sozusagen, indem wir die Ausgänge hochohmig verschalten. Also Komponenten mit bekanntem Verhalten, und diese Komponenten sollen wir in einer Struktur so miteinander verbinden, dass das gewünschte Verhalten realisiert und natürlich wie immer die Kosten möglichst gering sind. Die zweite Aufgabe ist die Analyse, das heißt Vorhersage und Simulation des Verhaltens einer vorgegebenen Struktur aus bekannten Elementen, um zum Beispiel diese Struktur zu wissen, was macht diese Schaltung, kann ich die benutzen in meiner aktuellen Aufgabe oder um ein anderes Problem zu lösen, oder die Schaltung sollte irgendwas machen, aber liefert falsche Ergebnisse, deshalb muss man analysieren, um zu verstehen, woran liegt der Fehler oder wann diese Schaltung falsche Ergebnisse liefert. Das heißt, wir werden uns hier in dieser Vorlesung mit beiden Aufgaben beschäftigen. Einmal, wie wir Schaltungen entwerfen aus bekannten Elementen, normierten Elementen, die wir auch kennenlernen werden. Und auf der anderen Seite, wie wir digitale Schaltungen analysieren können. Um die Komplexität zu beherrschen, ist es notwendig, verschiedene Abstraktionsebenen einzuführen. Das heißt, wenn es hier eine Funktion oder ein Verhalten, die aus den drei Komponenten hier und diese Struktur oder die Verbindungen der drei Komponenten miteinander realisiert werden soll, dann erfolgt normalerweise eine Detaillierung, das heißt eine Hierarchie, man führt eine Hierarchie ein, wo man sagt, okay, diese Funktion F1, die kann ich wiederum auf bekannte Elemente oder Komponenten zurückführen in einer bestimmten Konfiguration, und diese Hierarchie, die erleichtert beides, sowohl den Entwurf von diesen Schaltungen als auch deren Analyse. Und hierzu beim Entwurf gibt es zwei sozusagen Extremstrategien, eine sogenannte Top-Down-Strategie und eine Bottom-Up-Strategie. Das sind Extremstrategien, weil der Entwurf von diesen Schaltungen heutzutage als Mischung von beiden Strategien erfolgt, sozusagen nach dem Prinzip, nach einem Jojo-Prinzip, also dass man ein bisschen mal Top-Down entwirft und dann sagt, ah, okay, bis hier und dann wiederum Bottom-Up. Aber was bedeutet das, Top-Down und Bottom-Up? Top-Down bedeutet, dass man die Gesamtfunktion, die man realisieren will, rekursiv zerlegt, bis alle Teilfunktionen durch bekannte Komponenten ausgeführt werden können. Und die Bottom-up oder der Bottom-up-Entwurf bedeutet, dass man sukzessiv Komponenten mit bekanntem Verhalten zusammensetzt, bis das gewünschte Verhalten hier erreicht wird. Das heißt, wenn man das hier darstellen will, so grafisch, dann haben wir hier die Systemfunktion, die wir realisieren werden. Bei einem Top-down-Entwurf werden wir die Systemfunktion so lange in Teilfunktionen unterteilen und diese Teilfunktionen in Teil-Teilfunktionen, ja, bis wir am Ende Komponenten haben, die wir kennen, mit bestimmten Verhalten, die wir kennen. Das heißt hier, der Baum, der endet, wenn wir diese Komponenten haben. Und auf der anderen Seite, das heißt dann die Systemfunktion hier, die ergibt sich aus den Teilfunktionen, die wir hier erarbeitet haben. Und Bottom-up bedeutet, dass man ausgehend von bekannten Komponenten hier diese Komponenten so miteinander verbindet, dass man das gewünschte Verhalten dieser Systemfunktion realisiert. In dieser Vorlesung, aus didaktischen Gründen, werden wir ein Bottom-up-Verfahren oder Vorgehen anwenden. Das heißt, wir werden
ganz unten anfangen. Leider ist es nicht der Fall bei dem gesamten Modul Technische Informatik. Also wir werden hier bottom-up innerhalb von DT vorgehen. Das heißt, immer auf bekanntem Wissen aufbauen. Und leider ist es nicht der Fall in dem gesamten Modul Technische Informatik. Ja, könnt ihr euch erinnern, ich musste immer wieder bestimmte Sachen nachholen und erklären in Rechnerorganisation. Zum Beispiel mussten wir die komplette Darstellung von Zahlen und Zeichen im Rechner einschieben, damit man weiß, was eine Zweierkomplementzahl und so weiter ist. In der Vorlesung ist es ein bisschen besser gelöst als in RO und ich denke, dass es auch für euch leichter wird, den Stoff hier zu folgen und zu genießen. Zusammengefasst die Lernziele dieser Vorlesung. Ja, also wir wollen zunächst mal verstehen, wie Zahlen und Zeichen im Rechner dargestellt werden. Jetzt sagt der eine oder andere, das haben wir doch gemacht. In der Tat, wir haben das gemacht in Rechnerorganisation. Wir wissen, wie man Zahlen umwandelt. Wir wissen, wie man negative Zahlen darstellt. Und wir wissen ein bisschen, wie man Gleitkommazahlen darstellt. Aber tief auf die Darstellung von Gleitkommazahlen, die Normalisierung bei Gleitkommazahlen, sind wir nicht eingegangen. Das heißt, wir werden hier damit anfangen. Ich werde euer Gedächtnis so ein bisschen auffrischen, ganz schnell, was das alles bedeutet, und werden wir zu den Details oder zu der kompletten Beschreibung oder Darstellung von Gleitkommazahlen im Rechner hier übergehen. Ein Lernziel ist natürlich die Fähigkeit, Schaltungen formal zu beschreiben. Ja? Das heißt, die Fähigkeit der formalen und programmiersprachlichen Schaltungsbeschreibung. Natürlich Kenntnis der technischen Realisierungsformen dieser Schaltungen. Das heißt, wie können wir eine Schaltung, wir sind ja hier in der Fakultät für Informatik, das heißt, wir brauchen formale Methoden, mit denen wir Schaltungen beschreiben können, damit wir diese Schaltungen aufbauen. Weil was ich erzähle immer, ja, bauen Sie eine Schaltung oder bau mal eine Schaltung, die zwei Zahlen miteinander multipliziert. Ja. Das heißt, diese Aufgabe muss zunächst mal von dieser umgangssprachlichen Formulierung formalisiert werden, also mit Hilfe von Methoden der Informatik, damit man anschließend diese Schaltung technisch realisiert, also mit Hilfe von konkreten physikalischen Bausteinen. Dann die Fähigkeit, Schaltungen zu analysieren und zu verstehen, sowie eigene Schaltungen zu entwickeln. Kenntnis der relevanten Speichertechnologien, die man heutzutage hat oder kennt. Und nicht zuletzt Kenntnis verschiedener Realisierungsformen komplexer Schaltungen. Das heißt, am Ende von dieser Vorlesung, wie ihr sehen werdet, werden wir eine komplette ALU, also arithmetisch-logische Einheit, realisieren. Einzelheiten. Für uns war diese arithmetisch-logische Einheit ein wesentlicher Bestandteil oder der Kern vom Rechenwerk im Prozessor. Und in dieser Vorlesung, am Ende dieser Vorlesung, werden wir sehen, wie eine bis zur letzten Verbindung oder bis zum letzten Baustein, den man hierzu braucht. So, wie sieht der Inhalt der Vorlesung aus? Das heißt zunächst mal Grundlagen der Informationsdarstellung im Rechner. Das werden wir ganz kurz halten. Wie gesagt, werde ich nur eine Auffrischung eures Gedächtnisses hier zum Thema machen, werde ich aber tiefer auf die Darstellung von Gleitkommazahlen und von fehlerkorrigierenden Codes eingehen. Dann werden wir zum nächsten Kapitel übergehen. Das Kapitel heißt Schaltnetze. Und wir werden hier zunächst mal, wie bei allen Schaltungen, die wir entwerfen, ja, wir werden zunächst mal formale Grundlagen kennenlernen, mit denen wir diese Schaltungen beschreiben können. Im Falle von Schaltnetzen werden wir uns mit der Boolschen Algebra und mit der Schaltalgebra beschäftigen. Und dann werden wir sehen, wie wir Schaltungen, die auf diese Art und Weise, also mit Hilfe von Boolschen Ausdrücken, beschrieben werden können,
wie wir diese Schaltungen dann auf unterschiedlichen Ebenen realisieren können, also auf Layout-Ebene, auf Schalter-Ebene bzw. auf Gatter-Ebene. Das sind unterschiedliche Abstraktionsebenen der Realisierung. Dann werden wir natürlich, wenn es darum geht, so eine Schaltung zu realisieren, geht es darum, die Schaltung mit möglichst wenig Kosten zu realisieren. Das heißt, wenn wir jetzt boolesche Ausdrücke haben, die unsere Schaltung beschreiben, dann müssen wir uns darum kümmern, diese boolschen Ausdrücke zu minimieren, damit die resultierenden Kosten der Realisierung klein werden. Das heißt, wir werden uns hier mit der Logikminimierung beschäftigen, und da alle Bausteine oder Bestandteile einer Schaltung aus physikalischen Elementen, also Silizium, Germanium und Verbindungen zwischen diesen Bauelementen besteht, gibt es natürlich Verzögerungen der Signale vom Eingang zu Ausgang einer Schaltung. Wir werden sehen, wie wir natürlich diese sogenannten Laufzeiteffekte, die eventuell zu einem Nichtfunktionieren einer Schaltung führen könnten, wie man diese Laufzeiteffekte im Griff kriegt, beziehungsweise welche Maßnahmen man ergreifen muss, um Fehler aufgrund von Laufzeiten der Signale hier aufzuheben. Kapitel 3 wird sich mit Schaltwerke beschäftigen. Also im Gegensatz zu Kapitel 2 zu Schaltnetzen, sind diese Schaltwerke Schaltungen mit Gedächtnis. Ja? Und ihr werdet staunen, ihr habt in Rechnerorganisationen so viele Schaltwerke kennengelernt. Zum Beispiel das Steuerwerk war ja ein komplettes Schaltwerk. Ja? Das heißt, hier nochmal formale Grundlagen, wie können wir Schaltwerke beschreiben, also Schaltungen, die Gedächtnis haben, die Informationen speichern. Und hier werden wir Schaltwerke als Implementierungen von endlichen Automaten kennenlernen. Wir werden auf den Entwurf von sogenannten asynchronen bzw. synchronen Schaltwerken eingehen. Wir werden die Realisierung von sogenannten Zustandsspeichern oder Flip-Flops kennenlernen. Das heißt, wie baut man aus elementaren Bausteinen ein Element, ein sogenanntes Flip-Flop, was ein Bit speichert. Also wie baut man eigentlich die statische RAM-Zelle, die wir in Rechnerorganisationen kennengelernt haben. Und dann werden wir natürlich spezielle Schaltwerkbausteine, also Schaltwerkbausteine, das sind Schaltungen, die Informationen speichern, und wir wissen, dass Register Informationen speichern, dass Schieberegister Informationen speichern, dass Zähler Informationen speichern, und wir werden auch weitere programmierbaren Bausteine hier kennenlernen. Im vorletzten Kapitel werden wir mit dem, was wir wissen über die Realisierung von sogenannten Schaltnetzen bzw. Schaltwerken, und mit der Darstellung oder mit dem Wissen, was wir haben über die Darstellung von Zahlen im Rechner, werden wir Schaltungen implementieren, die Grundrechenarten implementieren. Das heißt, Schaltungen, die addieren, die multiplizieren und dividieren. Und die Gesamtheit dieser Schaltungen ist nichts anderes als die arithmetisch-logische Einheit, die der Kern eines Rechenwerks in einem Prozessor darstellt. Zum ersten Mal werden wir in diesem Semester uns mit Hardware-Beschreibungssprachen kennenlernen, als letztes Kapitel. Also wir werden zum Beispiel VHDL als Hardware-Beschreibungssprache kennenlernen, damit man sieht, dass der Entwicklung von heutigen hochintegrierten Schaltungen genauso viel Softwarekenntnisse benötigt wie das Schreiben von Android-Apps oder iPhone-Apps, also oder andere Softwarefähigkeiten, andere Programme, die man mit Hochprogrammiersprachen hier schreibt. Das heißt, es ist ein neues Kapitel, was zum ersten Mal hier in diesem Semester behandelt wird. Spezifikationssprachen, Berechnungsmodelle. Wir werden VHDL als Hardware-Beschreibungssprache kennenlernen und eventuell auch einen kurzen Einblick in SystemC. Kennt jemand SystemC oder weiß jemand, was SystemC ist?
Aber jeder kann Java, oder? Hat sich nicht geändert seit dem letzten Semester. C, wer kann C programmieren? Und was ist mit den anderen? Ich meine, wir haben es ja in RO gemacht. Ja? Also ich habe erwartet, dass alle Handy hochgehen. Ja? Okay, gut. So, zur Vorlesung gibt es auch ein Skript. Im Skriptenverkauf in der Mensa. Die 11. Auflage. Preis unverändert seit 7 Jahren. Ja? Ich glaube, 7 € muss man für das Skript zahlen. Es gibt aber sehr gute Literatur oder Bücher, die man als Literatur empfehlen kann. Zunächst mal ein Buch aus Karlsruhe, was von Professor Lipp, also bei ihm habe ich eigentlich die Vorlesung Digitaltechnik bei den E-Technikern gehört, Professor Lipp, und auch Professor Becker am ITEF, hier Institut für Informationsverarbeitung. Dann gibt es ein englischsprachiges Buch von McKellar. Details gehen, zum Beispiel kann ich empfehlen das Buch von Hayes hier, vor allem für das Kapitel Rechnerarithmetik. Buch Digitale Systeme. Und natürlich von Peterson und Hennessy, die kennen wir, die zwei. Ja? Das war unser Standardwerk oder Standardbuchempfehlung für die Vorlesung Rechnerorganisation. Das Buch gibt es auch in der Deutschsprache übersetzt von Professor Arndt Bodi, Wolfgang Karl und Theo Ungerer. Ja? Das heißt, könnt ihr wählen, ob euch die deutsche Variante oder die englische Variante hier lieber ist. Okay, so viel dazu. Wir sind mit der Einführung fertig. Jetzt kann es losgehen. Gibt es Fragen? Keine. Okay, wie gesagt, Kapitel, wieso Kapitel 2? Soll Kapitel 1 heißen eigentlich? Zahlendarstellung und Codierung im Rechner. Und hier nochmal der Hinweis, Zahlensysteme, Umwandlung und Darstellung negativer Zahlen. Die haben wir in der Vorlesung und Übung Rechnerorganisation im Sommersemester behandelt. Hier nur eine kleine Auffrischung, ja, das schadet nie in der ersten Vorlesung. Und zwar, wir wissen, dass wir in Dezimalsystem rechnen und dass wir eine Konvertierung brauchen, weil die Rechner gewöhnlich im Dualsystem. Wir haben in der Vorlesung Rechnerorganisation die Zahlensysteme kennengelernt. Und wir haben Stellenwertsysteme kennengelernt. Das heißt, die Darstellung der Zahlen erfolgt in Form einer Reihe von Ziffern. Und jeder Position hier, zum Beispiel Zn-1, jeder Position dieser Ziffernreihe ist ein Stellenwert zugeordnet. Also hier, wenn das Basis b ist, dann b hoch n-1. Und der Wert hier einer Zahl ergibt sich dann aus der Summe der Werte aller Einzelstellen zi b hoch i. Also xb ist dann die Summe zi b hoch i von i gleich minus m bis i gleich n. Und die interessantesten Zahlensysteme der Informatik, die sind hier angegeben, das Dualsystem, also wo wir die Basis 2 haben, Oktalsystem mit der Basis 8, Dezimalsystem mit der Basis 10 und C-Dezimalsystem mit der Basis 16. Die Ziffern, die man in jedem dieser Zahlensysteme hat, im dualen System haben wir die Ziffern 0 und 1. Also wir haben immer B-1 Ziffern, wenn B die Basis ist. Beim Oktalen B, die Basis ist 8, das heißt hier, wir haben 7 Ziffern, beim Dezimalen die Basis ist 10, wir haben hier die Ziffern 0 bis 9, Entschuldigung, wir haben hier 8 Ziffern, also von 0 bis 7 und bei C-Dezimal 16 Ziffern, also von 0 bis F. Und wie können wir Zahlen umwandeln? Wir haben hier zwei Methoden kennengelernt. Einmal den euklidischen Algorithmus, bei dem die Ziffern sukzessive beginnend mit der höchstwertigen Ziffer berechnet werden. Und dann anschließend haben wir auch das Hörner-Schema, was ja umgekehrt funktioniert. Bei dem euklidischen Algorithmus
wenn es darum geht, eine Zahl hier zum Beispiel eine Dezimalzahl, eine Hexadezimalzahl umzuwandeln, dann müssen wir zunächst mal die höchste Potenz von 16 finden, in der diese Zahl noch reinpasst. Ja? Das heißt, 16 hoch 3 zum Beispiel und 16 hoch 4. Wir sehen hier die Zahl 15.741, irgendetwas, die ist größer gleich 16 hoch 3 und kleiner als 16 hoch 4. Also die höchste Potenz ist 3 hier. Und dann geht es los hier mit dieser Umwandlung bei dem euklidischen Algorithmus, dass man sagt, okay, wir dividieren jetzt durch 16 hoch 3, dann haben wir eine 3 und ein Rest und dann nehmen wir den Rest im nächsten Schritt hier und dividieren wir durch 16 hoch 2, also nicht 16 mit zum höchsten Potenz, sondern zum höchsten Potenz minus 1. Und dann haben wir ein D, A, B, C, D, das heißt, wir haben 12 hier in dem Fall als Ergebnis bekommen, als eine Ziffer. Dann der Rest hier, 125 durch 16 ist 7 und Rest von 13, 13 durch 16 hoch 0, also durch 1 ist 13 und 13 ist nochmal D. Und dann geht es weiter, wir haben einen Rest von 0,233, das heißt, wir dividieren durch 16 hoch minus 1 immer weiter, also wir dekrementieren immer die Potenz hier um 1, also wir multiplizieren eigentlich mit 16 hier, dann kommt eine 3 und Rest von 0,0455. Wir nehmen den Rest hier mit 16 hoch 2, also wir dividieren durch 16 hoch minus 2, dann ist es die 11, also B und Rest von so und so. Und das Ganze geht weiter, bis entweder der Rest 0 ist oder bis eine kleine Fehler oder bis der Fehler der Rest kleiner als einer vorgegebenen Schranke oder Genauigkeitsschranke ist. Ja? Und wenn man das hier hat, dann kann man die Zahl jetzt ablesen. Und zwar, indem man hier von oben nach unten, also wir haben hier zunächst mal durch 16 hoch 3 dividiert, da machen viele Leute, das ist wirklich unglaublich, ja, aber da machen so viele Leute in der Klausur Fehler, weil die Zahlen anders lesen, ja, sie denken nicht darüber, also viele Leute schreiben, das kommt fast in jeder Klausur, dass die Zahl jetzt hier ist D7D3, ja, sie verwechseln den euklidischen Algorithmus mit dem Horner-Schema, wo natürlich die Zahlen anders gelesen werden, wie wir gleich sehen, aber das muss man verstehen eigentlich, nicht so einfach auswendig lernen. Ich habe zunächst mal durch 16 hoch 3 dividiert, das heißt, die 3, die zunächst mal kam, die ist die Ziffer mit der höchstwertigen Stellenwertigkeit, ja? Oder mit der höchsten Stellenwertigkeit. Also 3D7D, 3BA5. So, Horner-Schema. Das gleiche, das heißt bei dem Horner-Schema hier, die eine Zahl, die kann durch Fortgesetztes ausklammern, also faktorisieren, auch in dieser Form geschrieben werden, also 15.741 kann man schreiben als 1 mal 10 plus 5 und das Ganze mal 10 plus 7 und das Ganze mal 10 plus 4 und das Ganze mal 10. Wenn man das Ganze hier sieht, dann sieht man, dass die hier, die 1, die wurde mit 10, mit 100, 1000 und 10.000 multipliziert. Ja? So, wenn man das hier macht, dann kann man das hier nutzen, um Zahlen auch zu konvertieren. Das heißt, wir nehmen unsere Zahl, wir müssen nicht die höchste Potenz zunächst mal finden, sondern wir wissen, x ist zum Beispiel eine Zahl in Dezimal und wir wollen x in einer. Damit fangen wir an und sagen, x durch b ist ein Quotient und dann ein Rest, also ganzzahlige Division der Zahl durch die Basis mit dem Quotient q0 durch b ist q1 plus 2 und so weiter, qn minus 1 durch b ist 0, also bis der Quotient 0 ist und einen Rest von rn. Und der Rest RI hier ist die IT-Ziffer der Zahl, die wir suchen. Ja? Das heißt, die Reste, die hier
rauskommen, sind die Ziffern der Zahl in dem Ziel, Basis, zur Zielbasis. So, hier nochmal ein Beispiel, ja, bei dem Horner-Schema. Das heißt, wir fangen an durch 16, durch 16, rechts durch 16 und so weiter und so fort. Und dann sehen wir, aha, die Zahl hier ist nichts anderes als 3, 13 ist D, 7, 13. Also wir haben so rum gelesen, die letzte Zahl, die hier rauskam, der Rest hier, ist die höchstwertige Stelle hier. Und nicht von oben nach unten wie bei dem euklidischen Algorithmus. Bei dem Horner-Schema wird auch die Umwandlung von gebrochenem Teil und von ganzzahligem Teil einer Zahl getrennt gemacht. Das heißt, für den gebrochenen Teil müssen wir auch durch 16 müssen wir mit 16 multiplizieren. Das heißt, wenn wir das hier in Hexadezimal umwandeln wollen, 0,233, dann multiplizieren wir mit 16, dann bekommen wir 3, irgendetwas, und diese 3 ist z minus 1, also die Ziffer z mit der Stellenwertigkeit 16 hoch minus 1. Dann der Rest hier oder Nachkomma, der gebrochene Teil hier, der wird nochmal mit 16 multipliziert, da kommt ein 11, irgendetwas, das ist b. Dann dieses irgendetwas nochmal mit 16 multipliziert, da kommt 10,368, 10 ist a und so weiter und so fort. Und man bricht ab bei genügend hoher Genauigkeit, das heißt die 0,233, die wäre in dem Fall 0,3BA5. Gut, es gibt nochmal hier Beispiele, wie man Zahlen aus Basis B in das Dualsystem umwandelt. Ich glaube, das sollte jedem hier klar sein, wenn zum Beispiel hier die Zahl in Dual angegeben ist mit einem ganzzahligen Anteil und einem gebrochenen Anteil, dann wissen wir, dass diese Ziffer hier die Stellenwertigkeit 2 hoch 0 hat, 2 hoch 1, 2, 3, 4, 5, und man summiert das Ganze, das heißt 1 mal 2 hoch 5 plus 0 mal 2 hoch 4 plus 1 mal 2 hoch 3 plus 1 mal 2 hoch 2 plus 0 mal 2 hoch 1 plus 1 mal 2 hoch 0, dann haben wir hier 45, und hier 2 hoch minus 1, 2 hoch minus 2, 2 hoch minus 4, also insgesamt 8, 1, 2, 5, das heißt, die Zahl im Dezimalsystem ist 45,8125. Spezialfall, was wir auch kennengelernt haben, was sehr beliebt ist, was die Konvertierung oder die Umwandlung gleich macht, ist, wenn die Basis eine Potenz der anderen Basis ist. Also wenn die Basis, in die wir umwandeln wollen, eine Potenz der anderen Basis ist, dann können wir mehrere Stellen zu einer Ziffer zusammenfassen. Oder eine Stelle kann durch eine Folge von Ziffern ersetzt werden. Und als Beispiel hier, wenn wir vom Dualsystem in das Hexadezimalsystem umwandeln wollen, das heißt, die Basis, in die wir umwandeln wollen, ist 16. Die Basis dieser Zahl ist 2 und wir wissen, 2 hoch 4 ist 16. Also die eine Basis ist ein Zweierpotenz von der anderen Basis. Deshalb können wir 3 Dualstellen als eine Hexadezimalstelle zusammenfassen. Und wenn wir diese Zahl in Dual haben mit 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, Komma, irgendetwas, dann fangen wir hier beim Komma an und fassen wir die je 4 Ziffern zu einer hexadezimalen Ziffer. Das heißt, die grünen sind dann 4, die blauen sind hier 3 und natürlich auf der anderen Seite vom Komma müssen wir das auch machen. Das ist hier 13, also D, und hier 0, 1 müssen wir natürlich auf einer kompletten Tetrade ergänzen mit den zwei Nullen hier, dann bekommen wir eine 4. Das heißt 34,D4. So, das war eigentlich der leichte Teil. Etwas schwieriger wurde es bei der Darstellung von negativen Zahlen. Also ich hoffe, jeder von euch versteht, dass ich die Sachen hier schnell abhake, und natürlich haben wir das Ganze
ziemlich lange gekaut in Rechnerorganisationen, aber ich will euch nur euer Gedächtnis nur ein bisschen auffrischen. Darstellung negativer Zahlen haben wir vier Möglichkeiten kennengelernt, wie man negative Zahlen hier darstellt. Und zwar einmal die Darstellung einer negativen Zahl durch Betrag und Vorzeichen, einmal die Darstellung durch das Einerkomplement oder Stellenkomplement und einmal durch das Zweierkomplement und als vierte Möglichkeit haben wir die Offset-Dual-Darstellung bzw. die Exzess-Darstellung, auf die wir näher eingehen werden bei der Darstellung von Gleitkommazahlen. Und kurz zur Wiederholung. Darstellung von negativen Zahlen in Form von Betrag und Vorzeichen. Das ist ja eine ganz einfache Sache. Ein Bit oder eine Stelle wird reserviert als Vorzeichen-Bit. Und dieses Bit ist immer das am weitesten links stehende Bit, wird bezeichnet, also das höchstwertige Bit, beziehungsweise im Englischen Most Significant Bit, MSB. Und wenn dieses Bit 0 ist, dann haben wir eine positive Zahl, wenn negativ 1 ist, dann eine negative Zahl. Das heißt, wir haben hier die 18. Die 18, wie wir wissen, können wir als vorzeichenlose Zahl mit 1, 0, 0, 1, 0 darstellen. Und wenn wir das jetzt als eine positive Zahl, also als Zahl mit Betragvorzeichen darstellen wollen, dann brauchen wir ein Zusatzbit. Ja, das sollte man eigentlich gar nicht vergessen. Das heißt, die Mindestanzahl zur Darstellung von 18, egal im Betragvorzeichen, Einerkomplement oder Zweierkomplement, sind nicht die 5 Bits hier, durch die die vorzeichenlose Zahl 18 dargestellt wird, sondern das sind 6 Bits, weil wir brauchen mindestens ein Bit hier, ja, um das Vorzeichen hier darzustellen. Hier in dem Beispiel ist plus 18 und minus 18 durch 8 Bits dargestellt, das heißt, deshalb ist das höchstwertige Bit, also rot gekennzeichnet, hier 18. Und wenn wir natürlich hier diese Darstellung von 18 als 32-Bit-Zahl haben wollen, plus 18, dann haben wir hier natürlich weitere Nullen, müssen wir weitere Nullen einfügen. Wenn wir die minus 18 als 32-Bit-Zahl darstellen, dann haben wir hier zwischen den zwei Einsen so viele Nullen bis zur Stelle 31 und die Stelle 31, da steht unser Most Significant Bit und muss 1 sein. So, hier nochmal Beispiele für die Darstellung für die Zahlen mit dem Betrag oder bei denen der Betrag durch 3 Bits dargestellt ist, also die Zahlen von 0 bis 7 und ein viertes Bit, ja, für die Darstellung von Vorzeichen. So, das heißt, dann haben wir hier 0 bis 7, sehen wir anhand von dem Most Significant Bit, dass das positive Zahlen sind und die negativen Zahlen dazu haben den gleichen Betrag natürlich, das heißt, die Bitkombinationen von 0 bis 7 sind gleich, nur das höchstwertige Bit ist hier 1. Und was sehen wir hier? Wir haben einen symmetrischen Zahlenbereich. Das Problem oder der Nachteil, was wir bei dieser Darstellung hatten und was wir diskutiert haben in Rechnerorganisation, einmal die Darstellung, die ändert sich, wenn wir eine Bereichserweiterung machen, das heißt, die Darstellung, wie vorher erwähnt, hier ja, das will heute leider nicht funktionieren, Entschuldigung, das muss mir, aber das kennt ihr ja eigentlich. Ich kümmere mich darum, das nächste Mal, also wollte ich eigentlich alles hier testen, aber wir hatten ja den Vorfall mit der Reservierung des Hörsaals für eine andere Vorlesung. Aber egal, also die Darstellung ändert sich bei Bereichserweiterung, also die Darstellung von minus 18 sieht nicht gleich aus, wenn wir minus 18 mit 8 Bit oder 32 Bit darstellen wollen. Und bei Additionen und Subtraktionen müssen die Vorzeichen von den Operanden gesondert betrachtet werden. Das heißt, man kann zwei Zahlen nicht so einfach zueinander addieren, sondern man muss die Beträge
addieren bzw. subtrahieren, je nachdem, ob die Zahlen das gleiche Vorzeichen haben oder nicht. Und natürlich, das Vorzeichen von dem Ergebnis hat immer das Vorzeichen von dem betragsmäßig, von der betragsmäßig größeren Zahl. Und dann der dritte Punkt war, dass wir bei dieser Darstellung zwei Nullen haben. Einmal die minus 0 mit 1, 0, 0, 0 und einmal die plus 0 mit 0, 0, 0, 0. So, Verbesserung haben wir erreicht, indem wir die, oder kann man erreichen, indem man die Zahlen in einer Komplement darstellt, auch Stellenkomplement genannt. Und der Stellenkomplement einer positiven Zahl bekommt man, indem man die Bits dieser Zahl einfach invertiert. Ja? Das heißt hier, wir haben die Zahlen von 0 bis 7 und wenn wir das eine Komplement haben wollen von diesen Zahlen, dann invertieren wir einfach die Bits. Also 0, 0, 0, 0, dann ist es 1, 1, 1, das ist die minus 0 und hier die plus 7 dargestellt durch 0, 1, 1, 1. Als minus 7 bekommen wir 1, 0, 0, 0. Was bedeutet das? Was haben wir erreicht? Wir haben dadurch erreicht, oder wir haben die Redundanz noch nicht aufgelöst. Das heißt, wir haben nach wie vor zwei Darstellungen für die 0. Aber wir brauchen hier, wie wir gesehen haben, in der Vorlesung, das Vorzeichen ist separat zu betrachten. Zahlenwert einer Stellenkomplement oder einer Komplementzahl ergibt sich, also mit n Stellen hier, z0 bis zn, aus 2 hoch n plus 1 minus 1 und dann minus z. Und negative Zahlen erkennt man wiederum durch das Gesetz die Bit an der ersten Stelle. Das heißt hier, die Bitfolge hat den Stellenwert minus z hoch zn mal 2 hoch n minus 1 plus z hoch n minus 1 mal 2 hoch n minus 1 und so weiter und so fort. Ups. Wir haben einen symmetrischen Zahlenbereich. Vorteile gegenüber der Darstellung mit Vorzeichen. Die erste Stelle brauchen wir bei der Addition nicht darzustellen, aber nach wie vor zwei Darstellungen der 0. Und diesen Nachteil konnten wir beseitigen, indem wir das Zweierkomplement eingeführt haben, bei dem wir zum einer Komplement eine 1 addieren. Das heißt, wenn wir hier die 0 betrachten mit 0, 0, 0, 0, wir negieren bitweise, dann bekommen wir 1, 1, 1, 1. Wir addieren eine 1 dazu, dann bekommen wir wiederum 0, 0, 0, 0. Das heißt, wir haben eine eindeutige Darstellung für die 0. Natürlich haben wir hier auf die Art und Weise Platz gewonnen, ja, weil mit der gleichen Anzahl von Bits können wir jetzt eine weitere Zahl darstellen. Und das ist tatsächlich der Fall. Hier nochmal wie noch Beispiele. Die erste Stelle oder anhand von dem Most Significant Bit kann man das Vorzeichen von der Zahl ablesen. Und die Bitfolge hat einen dezimalen Wert von z, also diese Bitfolge von minus zn 2 hoch n plus den Rest. Und hier sind Beispiele, da sieht man, dass die minus 3 dargestellt ist durch 1, 1, 0, 1. Und wenn wir jetzt den Zahlenbereich hier erweitern, also Darstellung von minus 3 nicht durch 4 Bit, sondern durch 8 Bit, dann sehen wir, dass wir nur 1 hier einfügen müssen, damit das Vorzeichen negativ bleibt und der Wert von der Zahl ändert sich auch dadurch nicht. Ja. Der Zahlenbereich, wie gesagt, dadurch, dass wir das minus 0 oder die minus 0 eliminiert haben, können wir eine weitere Zahl hier darstellen. Da ergibt sich hier mit 4 Bits einen unsymmetrischen Zahlenbereich. Einmal die positiven Zahlen von 0 bis 7 und einmal die negativen Zahlen von minus 1 bis minus 8. Das heißt, die kleinste Zahl ist betragsmäßig um 1 größer als die große positive Zahl. Also einen unsymmetrischen Zahlenbereich. Wir haben das Ganze anhand von dem Zahlenkreis hier visualisiert oder dargestellt. Also 0 bis 3, das sind die positiven Zahlen auf diesem Kreis, wie man sieht hier. Und im höchstwertigen Bit. So, Beispiele hier, die kennen wir auch. Das heißt, das sind hier
32 bezahlen in Zweierkomplement, die plus 2 und plus 1 nach wie vor mit 0, 1, Nullen dargestellt, die minus 1, alle Bits sind hier, wie man sieht, 1 und die minus 2, da müssen wir eine 1 abziehen, das heißt hier, die 0 ist weg und hier wissen wir, das ist hier minus 2 hoch 13, also die große negative Zahl, die man darstellen kann und hier die große positive Zahl, die man darstellen kann, die um 1 kleiner ist als die betragsmäßig große negative Zahl, die man da, also als die kleinste negative Zahl. Ja? Das heißt, hier haben wir 48 und hier 47. Und wenn wir an unseren Zahlenkreis erinnern, da hatten wir bei 3 Bits die positiven Zahlen von 0 bis 3 und von minus 4 bis minus 1, beziehungsweise von 0 bis 7 und minus 1 bis minus 8 bei 4 Bits. Hier ist das berühmte Beispiel, minus 77 in unterschiedlichen Formen darstellen. 77 kann man darstellen eigentlich ohne diese führende Null. Ja? 77 als vorzeichenlose Zahl ist 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1. Wenn wir die Zahl aber mit Betragvorzeichen darstellen, zum Beispiel die minus 77, dann wissen wir, dass wir hier mindestens ein Bit mehr brauchen und dass dieses Bit, weil die Zahl negativ ist, 1 sein muss. Darstellung in einer Komplement. Im einer Komplement müssen wir den Betrag dieser Zahl hier, also die vorzeichenlose Zahl, bitweise negieren. Das heißt, da bekommen wir hier 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0 und das Vorzeichenbit hier, eigentlich ist in dem Fall negiert, aber da es eine negative Zahl ist, kann man auch dazu schreiben, ohne dass man diese Plus hier nimmt. Und dazu addiert man jetzt eine 1, dann bekommt man das Zweierkomplement. Das heißt mit dem Unterschied, dass man hier 1 an der niedrigstwertigen Stelle bekommt. So, die letzte Möglichkeit zur Darstellung von negativen Zahlen war die Darstellung mit Hilfe von dem Offset, beziehungsweise die Offset-Dual-Excess-Darstellung genannt. Und bei dieser Darstellung verschiebt man den Zahlenbereich komplett, sodass die kleinste negative Zahl, also die minus 8 bei 4 Bits im Zweierkomplement, die Darstellung 0, 0, 0, 0 hat. Ja? Und dieses Offset, um den man die Zahlen verschieben muss, ist bei n Stellen 2 hoch n minus 1. Ja? Das heißt, wenn wir 4 Stellen haben, dann haben wir hier ein Offset von 8. Also wenn wir Zweierkomplementzahlen mit 4 Bits darstellen, dann müssen wir natürlich die Zahlen um 8 verschieben, weil wir wissen, mit 4 Bits, die kleinste negative Zahl, die wir mit 4 Bits in Zweierkomplement darstellen, ist die minus 8. Also müssen wir das so weit nach oben verschieben, bis die Darstellung von minus 8 oder bis die minus 8 durch 0, 0, 0 dargestellt wird. Der Zahlenbereich ist auch hier nicht symmetrisch. Das sieht man am einfachsten hier. Das heißt, das ist diese Exzessdarstellung in der letzten Spalte. Das ist hier Zweierkomplement mit drei Bits. Und wir wissen, die kleinste Zahl, die man hier darstellen kann, ist die minus 4. Die minus 4 ist hier. Das heißt, wir müssen diesen Zahlenbereich so weit nach oben verschieben, dass die minus 4 die Darstellung 0001 hat. Die minus 3, 1 und so weiter und so fort. Und da sehen wir, die 3 hat die Darstellung von 1, 1, 1. Aber anhand von dieser Tabelle, und diese Tabelle sollt ihr nicht vergessen, weil die ist zwar, viele Leute überfliegen das, aber die hat so ein bisschen oder viel mehr Informationen, als man denkt. So, auf der einen Seite sieht man, dass wir mit 3 Bits hier Zahlen im Betrag und Vorzeichen, dass wir einen symmetrischen Zahlenbereich haben. Ja? Das heißt von minus 3 bis plus 3. Also minus 4 können wir nicht mit 3 Bits hier darstellen. Weder in Betrag und Vorzeichen noch einer Komplement mit 3 Bits. Wir sehen, dass die 0 hier zwei Darstellungen hat. Einmal die minus 0 und einmal die plus 0 in beiden Fällen.
Wir sehen, dass die Null nur eine Darstellung hat beim Zweierkomplement und dass der Zahlenbereich unsymmetrisch ist. Also dass wir mit der gleichen Anzahl von Bits eine Zahl mehr darstellen im Zweierkomplement, und zwar noch eine negative Zahl. Also hier konnten wir von minus 3 bis 3 oder von 3 bis minus 3, und hier mit der gleichen Anzahl von Bits können wir mit 3, von 3 bis minus 4 die Zahlen darstellen, weil wir natürlich keine 2-Bit-Kombinationen für die 0 brauchen. Und bei der Charakteristik ist nichts anderes, als dass jetzt die Zahl, die kleinste negative Zahl, die man im Zweierkomplement hat, die Darstellung 000 hat. Wenn man diese Tabelle hier hat, dann glaube ich, kann überhaupt nichts mehr schief gehen. Und dann kann man sich hier stürzen auf die Darstellung von Gleitkommazahlen im Rechner, womit wir natürlich in der Rechnerorganisation-Vorlesung angefangen haben, aber auf diese Details, also auf die kleinen, aber sehr feinen Details der Gleitkomma-Darstellung im Rechner nicht eingegangen sind. Das wird das Thema der nächsten Vorlesung am Mittwoch. Für heute möchte ich mich für die Aufmerksamkeit bedanken und euch noch einen schönen Nachmittag wünschen.